Das gab es noch nie. Ganz ohne Präsentation schickt der Smartphone-Anbieter Apple neue Produkte auf den Markt. Die größte Überraschung: ein feuerrotes iPhone 7. Seit Dienstag ist das neue Modell im Online-Shop aufzurufen. Bis auf die Farbe ist jedoch alles beim Alten. Ab 24. März kann die rote Variante des iPhone 7 und 7 Plus bestellt werden. Dazu gibt es auch eine neue Version des iPhone SE, ein erweitertes Sortiment an Armbändern für die Apple Watch und ein neues iPad. Das rote iPhone ist erst ab der mittleren Speichergröße von 128 GB erhältlich. Die kleine Version kostet 869 Euro, das Plus-Modell 1009 Euro. Das Besondere an dem rotfärbigen Smartphone: Apple unterstützt damit die HIV- und AIDS-Forschung. Künftig soll es noch mehr rote Apple-Produkte geben. Nun warten alle gespannt auf das iPhone 8. Dieses soll mit ganz schön vielen Neuerungen aufwarten. Auf dem Kinderzimmer.